Hallo, Herr Adam. Hans-Jörg Kluge ist es inzwischen gewohnt, dass die Leute ihn so ansprechen. Und es macht ihn sogar etwas stolz. Denn seit mehr als 20 Jahren führt er das Erbe des renommierten Adam Verlags aus Dresden weiter. Jetzt wurde das 100-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert. Es ist ein ganz bestimmtes, erhebendes Gefühl, weil ich das betrachte wie im Leistungssport. Wenn drei Generationen, zwar nicht von einer Familie, aber drei Menschengenerationen eine Firma führen, dass den Staffelstab weitergeben muss und dass immer jeder zu seinem Zeitpunkt das Optimale geben muss. Und jede Zeit hatte, sagen wir, seine Herausforderung, seine Tiefschläge, aber sein Aufstreben. Und ich denke mal, mit Verlaub gesagt, wenn ich vielleicht anfangs der Meinung war, dass es überlegenswert gewesen ist, ob nach der Wende das weitergehen sollte, bin ich jetzt der Meinung, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo es eine Entwicklung, eine gute Entwicklung der Firma, gute Voraussetzungen gibt. Ansichtskarten waren es, mit denen die Dresdner Brüder Arno und Rudolf Adam 1912 den Verlag gründeten. 3500 historische Vorlagen umfasst das Archiv. Ein Großteil davon Motive aus der Sächsischen Schweiz. Gastronomen und Hoteliers der Region zählen bis heute zu den wichtigsten Geschäftspartnern des Adam Verlags. Deshalb wurde das Jubiläum auch in Pirna gefeiert. Mit einer Feststunde ließ man die letzten 20 Jahre nochmal Revue passieren. Wie sich Hans-Jörg Kluge nach 1990 gegen große Agenturen durchsetzen musste, mit neuer Technik, neuen Ansprüchen gerecht wurde. Also für mich in erster Linie die regionale Verbundenheit. Man gibt ja viele gute Firmen, die auf dem Sektor tätig sind, aber irgendwo gehört ein bisschen Herzenverbundenheit zur Region. Und wenn man mit der Region groß wird, so wie das hier der Fall gewesen ist, hat man einfach Vorteile. Vorteile, dass man die Landschaft anders sieht, die Menschen kennt und diese Zuverlässigkeit auch mal über das normale Arbeitsgespräch hinaus, das ist das, was ich als positiv finde und auch notwendig. Inzwischen sind es nicht mehr nur Ansichtskarten, die verlegt werden. Der Adam Verlag fertigt alles, von der Visitenkarte bis zum Hochglanzprospekt. Ein Weg, den zum Beispiel auch das Festival Sandstein und Musik bis heute mitbegleitet hat. Wir brauchten dann natürlich auch, nachdem wir die fachliche Entscheidung getroffen haben, das Musikfestival dann 1992 mit zwei Vorkonzerten auf den Weg zu schicken, dann im Anschluss dann 1993 die erste komplette Serie durchzuführen, brauchten wir Werbematerial, also einen DIN-Langflyer und ein Programmheft. Und da war natürlich der Hans-Jörg Kluge der erste Ansprechpartner und da gab es gar keine große Frage. Die Geburtstagstorte, ein Geschenk vom Musikfestival Sandstein und Musik. Postkarten zum Vernaschen, das wäre vielleicht nochmal eine Idee für den Adam Verlag. Noch mehr als bisher heißt es für das Unternehmen, nun an neuen Entwicklungen dran zu bleiben. Der Ausblick bringt, dass wir wie bisher immer uns modern orientieren, dass wir auch junge Mitarbeiter um uns scharen, um jetzt meinen Sohn zum Beispiel mal später für eine Weiterführung auch ein leistungsfähiges, jüngeres Team an die Seite zu stellen. Die nächste Generation wird also schon darauf vorbereitet, das Erbe des Adam Verlags weiterzuführen.